So, ahoi meine Lieben, Sitkas hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. Ja, wir sind jetzt hier in dem Fahrstuhl angekommen und wir müssen irgendwie an Argus vorbeikommen. Inventar ist leer, wir haben hier ein Pedal. Hey! Ein Drosselglied? Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Okay. Na dann los, mach mal abwärts. Wow. Dann machen wir aufwärts. Warte mal, dann machen wir jetzt erstmal das Pedal. Hey! Und jetzt abwärts. Und jetzt anhalten. Anhalten. Autsch! Aha! Und jetzt ist er rausgefallen. Haha! Ich bin so klug. K-L-U-K. So, gibt's denn hier kein Bling? Hallo? Bling! Ach, Herr Amtmann, endlich! Ja. Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend. Quint! Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Sicher. Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Geld. Ja. Schön. Dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Ach du je, und dann war gleich diese Musik, ey, scheiße. Wir müssen das richtig nehmen. Dieser Arsch. Da oben auf der Brücke. Ja. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Wir alle sind Ärsche. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an. Unser Logo! Schaut euch doch mal unser Logo an! Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Mann. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterteils. Da darf es uns nicht wundernehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt.
eure Weichspinnen hängt. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Orgel! Ja, Errungenschaft, Demagoge. Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend, wie immer. Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nein. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh. Oh, Organon. Muss ich jetzt hier was machen? Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Ach so, Moment, das ist hier. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Ach so. Oh, oh. Organon. Scheiße. Organon. Oh, Organon. Oh, nein. Oh. Achso, ich muss ja vorlesen, ich wollte gerade was trinken und sagen, lest euch das mal selber durch. Scheiße. Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind Rufus Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen. Durch Klick auf die Notenlinie die Tonhöhe der Noten verändern, bis die Melodie richtig mitsingt. Organon. Oh, Organon. Oh. Oh, Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. So, da sieht man hier. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Scheiße, ist das doof, ey. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Scheiße. Organon. Oh, Organon. So, der ist ganz falsch. Oh, oh. Organon. Hier, die Punkte sind offensichtlich nur ein bisschen falsch. Organon. Regenwetter ist ganz falsch. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh, oh. Warte mal, da war ich doch vorher, aber, oder? Organon. Organon. Oh, Organon. Es wird immer schlimmer. Oh, oh. Moment, das war eben Regenwolke hier. Also, jetzt gehen wir mal eine höher. Organon. Oh, Organon.
Wir sind schon dichter dran. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Ja. Oh, oh. Organon. So, Regenwolke und nur knapp daneben. Machen wir mal so. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Oh. Organon. Der ist richtig. Hier habe ich jetzt gar nicht. Der ist nur knapp daneben. Machen wir den mal einen hoch. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Okay. Organon. Oh, Organon. Oh, schön. Oh, Organon. Ja! Ja, Errungenschaft, Hand aufs Herz. Oh, schön. Schön. Oh, Organon. Endstation. Armageddon. Ist das geil? Alter, ist das geil. Oh. Schön. Alter, ist das cool. So, jetzt trinke ich erstmal noch kurz einen Schluck. Moment. Ist das stark? Oh, ich will gar nicht gehen. Na los, komm, geht weiter. Oh, das war echt eine coole Szene. Die war richtig stark. Oh. Der Oberamtsmann. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja... Diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Wie hat der das überlebt? Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Ja, Bling, toll, Bling, Bling. Was ist Aber was ist mit den Deponianern? Genau. Was soll aus ihnen werden?
wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist. Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Ja, aber was ist mit mir? Genau. Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Na super. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Hipponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Ja, Menschen fallen doch nicht jemand. Wenn Sie es genau wissen wollen. Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Joel! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Na. Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Hä? Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Also, an den Organons vorbei. Dann auf die Brücke ging ja nicht. Wir mussten erst an Argus vorbei. Dann auf die Brücke. Dann Ulysses von Argus Verrat berichten. Jetzt müssen wir den Sender zerstören. Ja, zum Glück sind die Symbole jetzt hier etwas größer. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier eine Antenne. Wir haben wieder mal eine Antenne. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Das ist auch so ein Running Gag hier. Ein Kabel. Oh, zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Kommen wir jetzt mit der Antenne? Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Na klar. Siehst du, so einfach geht das. Das
das stark. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Ja, wir müssen einen Plan finden. Hier ist doch aber... Sender? Da wurde eine Schraube angezeigt. Hier ja auch, aber da ist nichts. Sender. Naja gut, okay. So, wir müssen also einen Plan finden. Ach ja, immer noch die Sendeanlage da zerstören. Das, meine Lieben, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.